für Inkompetenz haben wir keine Zeit. Don't touch mine. Was geht die Infizierten? Infected ist wieder back am Start mit einem neuen Video und zwar gibt es heute mal nicht ein Live-Commentary oder sonstiges, ihr seht es auch schon am Titel, und zwar gibt es heute mal eine kräftige Ansage an all die Vollidioten da draußen. Ja, in letzter Zeit laufen mir immer irgendwelche Missgeburten in die Kommentare rein, die meinen, Stress schieben zu müssen, und über diese Hundeficker möchte ich heute mal reden. Ja, ihr merkt es auch schon, Beleidigungen, die gibt's heute richtig genüsslich genug. Denn anders haben diese Missgeburten es sich ganz ehrlich nicht verdient. Das, was hier abgezogen wird in letzter Zeit in den Kommentaren, ist heftig. Und diese Ansage, bitte schaut euch den Titel genau an, meine Fresse, die geht nicht an alle, sondern der Großteil der Zuschauer von mir ist natürlich richtig korrekte Leute, mit denen kann man sich auch echt gut unterhalten lassen, immer einen netten Kommentar, da freut mich auch immer wieder sowas zu lesen. Aber manche sind einfach komplett retarded as fuck. Und zwar, ich werde immer mal wieder ein paar kleine Kommentare einblenden, was es da so gibt, was ich meine und so weiter und so fort. Ja, gibt es sonst noch irgendwie was Wichtiges zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Und zwar gibt es eigentlich zwei Aspekte, die mir richtig auf die Eier gehen bei einigen Vollidioten. Und zwar erstens wird mir vorgeworfen, dass ich ein geldgeiler Spaß bin. Geldgeil. Geldgeil. Naja, und das zweite sind natürlich die ganzen Beleidigungen, die ich in meinen Videos rauslasse an andere Spieler. Es dient natürlich zu Unterhaltung, aber einige verstehen es einfach irgendwie nicht. Einige sind komplett behindert und checken es einfach nicht. Naja, das sind die zwei kleinen Themen, über die ich heute reden möchte. Und ich werde halt immer kleine Kommentare einblenden, damit ich euch mal zeige, was da so gemeint ist. Ich werde die Namen nicht zeigen, ich werde das Profilbild nicht zeigen, einfach nur den reinen Kommentar, damit ich keinen direkt angreife, sondern die ganzen Missgeburten sich schön selbst verraten in den Kommentaren hoffentlich. Auf jeden Fall fangen wir mit dem ersten kleinen Punkt an, und zwar ist es die Geldgeilheit. Jeder weiß, dass ich irgendwann bei den 1000 Abonnenten da irgendwie angefangen habe, Werbung zu schalten, damit ich halt ein bisschen was an YouTube verdiene. Ist doch erstmal gar nicht verwerflich. YouTube ist halt dazu da, dass man auch auf seine Videos Werbung schalten kann, wenn man die Rechte hat. Wieso auch nicht? Man verdient halt ein bisschen was mit dem Hobby nebenbei. Ist doch eigentlich eine ganz frische Sache. Aber dann haben wir hier den ersten Kommentar. Und du, Lauch, machst schon Werbung, obwohl du erst 1500 Abonnenten hast. Kommentar ist ein bisschen älter, ist vor ungefähr einem Monat. Inzwischen habe ich 1600. Kann ich einfach nicht verstehen, so geldgeil. Das ist so dieser eine Kommentar, der mich damals aufgeregt hat, der mich dazu gebracht hat, dieses Video jetzt zu bringen. Natürlich hat sich dann dieser ganze Bullshit noch geholfen mit anderen Vollidioten. Ich möchte euch mal was sagen, und zwar, wie viel verdiene ich mit YouTube? Das kann ich euch ganz genau auf den Tisch hauen. Ich, erstmal so kurze Randinfo, ich habe ja einen Nebenjob, das wissen einige, und dort verdiene ich 9 Euro die Stunde. Heißt Mindestlohn. Gar nicht mal so beschissen. Manche mögen sich denken, hey, für 9 Euro gehe ich doch gar nicht arbeiten. Naja, es ist ein Nebenjob, ich wohne zu Hause, heißt, ich habe die ungefähr 800 Euro im Monat schön auf meinen Nacken. Ich habe keine Abgaben, keine Miete, keinen Strom, kein Wasser, kein Telefon, kein Internet. Gar nichts muss ich zahlen. 800 Euro schön auf meinen Nacken. Und das ist freshes Geld. Auf jeden Fall, mein Stundenlohn mit meinem Nebenjob ist höher als das, was ich im Monat mit YouTube mache. Ich kriege nicht mal 9 Euro im Monat mit YouTube zusammen. Wenn's gut geht, vielleicht die Hälfte, ein bisschen mehr, aber das war's. Und ihr verfickten Hurensöhne wollt mich geldgeil nennen? Geldgeil, weil ich, keine Ahnung, 4 Euro im Monat mache? 4 verfickte Euro, mit denen man sich gerade mal einen Döner gönnen kann? Da wollt ihr mich ernsthaft geldgeil nennen? Es ist behindert. Übrigens mal so eine kleine Frage an euch. Wenn ihr 5 Euro auf dem Boden seht, würdet ihr die einfach liegen lassen? Ich wette zu 100%, dass
von 10 Leuten mindestens 9 Leute diesen Schein aufheben würden. Mindestens 9, habe ich gesagt. Wenn nicht sogar alle volle 10. Vielleicht denkt sie ja, nee, 5 Euro, dafür bücke ich mich nicht. Ja, aber so ist es. Und wieso mache ich Werbung? Natürlich möchte ich mit YouTube auch ein bisschen was rausholen. Ich stecke scheiße viel Geld in YouTube rein. Ich würde eigentlich eine Liste jetzt setzen, was ich bis jetzt ausgegeben habe. Aber nein, so will ich mal nicht sein, dass ich hier irgendwelche Werte habe. Da mal, was weiß ich, ein paar hundert, irgendwo da ein paar hundert reingesteckt und so weiter und so fort. Nein, ich gebe für YouTube viel, viel mehr aus, als ich überhaupt einnehme damit. Allein das Notebook, einige müssen schon wissen, das war verfickt teuer und das habe ich mir eigentlich auch gekauft, um damit weiter zu arbeiten, damit ich da meine Thumbnails gestalten kann, damit ich dort meine Videos schneiden kann und so weiter und so fort. Klar zocke ich auch darauf, aber so viel nun auch nicht. Ins Internet gehen, dafür habe ich meine mobilen Geräte. Eigentlich brauche ich keinen Laptop oder PC, eigentlich hätte ich auch alles weiter an meinem Tablet machen können, aber ich möchte die Qualität der Videos einfach nochmal schön steigern. Ich bearbeite inzwischen mit Sony Vegas und Thumbnails natürlich mit Photoshop, also richtig krasse Schiete, die hier abgeht. Und ja, mal so ein kleiner, ich sag mal, Wert. Wenn wir meine Ausgaben in Prozenten beschreiben würden, wären meine Ausgaben natürlich bei 100%. Wenn wir jetzt mal meine bis jetzigen Einnahmen dazu rechnen würden, hätte ich von meinen 100 erreichten Prozent 0,6% durch Werbung erreicht. 0,6%. Und ich habe Werbung seit Oktober? Nee, August. August war das, glaube ich. Irgendwann seit August 2015. Und ich habe 0,6% meiner Ausgaben für YouTube rausgeholt. 0,6%. Und ich habe ja schon gesagt, wer genau jetzt auf Instagram zum Beispiel immer vorbeischaut, der weiß, wie teuer das Notebook war. Das ist schon heftig. Übrigens, was ich nochmal nebenbei mit der Werbung sagen möchte, die Werbung, die dauert meist 5 verschissene Sekunden. Ganz ehrlich, was ist mit euch Missgeburten schief? Diese Werbung könnt ihr nach 5 Sekunden einfach wegklicken und dann könnt ihr das Video euch gönnen bis zum geht nicht mehr. Übrigens, die Werbung, die ich bei zum Beispiel 10 Minuten oder längeren Videos einblende, ja klar, setze ich dann nochmal ein, zweimal Werbung rein, aber diese Werbung taucht zu 99% auf mobilen Geräten nicht auf, die wird übersprungen. Auf PCs taucht sie zu 100% auf mobilen Geräten wird sie zu 99% nicht aktiviert. Das heißt, ihr habt einmal Werbung, 5 Sekunden. Und ihr regt euch auf, dass ich Werbung schalte, dass es so zeitaufwendig ist. Jetzt mal ein kleiner Vergleich. Wenn ihr Fernseher guckt oder so, ist gerade ein geiler Film, natürlich. Spannende Stelle, bam, Werbung. Wie lange dauert die Werbung dann? 5 Minuten. 5 Minuten ist verdammt viel Zeit, wenn man sich so überlegt, im Gegensatz zu 5 Sekunden. Und da stört es keinen, dass auf einmal die Werbung läuft und ihr sie nicht einfach wegklicken könnt, like YouTube mit Werbung überspringen. Nein, da müsst ihr die ganzen 5 Minuten warten, bis diese Werbung weg ist. Auf YouTube könnt ihr sie nach 5 Sekunden überspringen und ihr regt euch auf, oh mein Gott, er schaltet Werbung mit seinen 1,6k Abos, geldgeiler Hurensohn. Scheiß Bastarde, Alter. Geschlagen gehört sowas, ey. Verstehe ich einfach nicht, dass man mich geldgeil nennt bei Minimaldingern. Oder hier nochmal ein Kommentar. Was für ein Mongo, der Trends hinterher rennt. Ein Wunder, dass du nicht schaut bis zum Ende sagst. Wie lächerlich, du hast so die Abos nicht verdient. Und wenn du meinen Kommentar blockierst, bist du ein schwanzloser Bastard, ängstlicher Hurensohn. Diesen Kommentar habe ich nicht blockiert. Jeder weiß, ich blockiere oder lösche Kommentare generell nicht. Ob's Hate ist oder nicht, gut, schreibt doch eure Hater-Kommentare rein. Mir geht's richtig am Sack vorbei, aber ich lasse die stehen. Warum? Weil meine Community euch Mistratten einfach fertig macht. Dann kommen immer 2 bis 3 Leute und die ficken euch in euren hässlichen, trockenen Arsch. Zu viel Aufregung. Scheiße, dass ich kein Glas Wasser neben mir habe, ey. Maul wird trocken. So, was haben wir hier noch so an freshen Kommentaren? Du kleine Clickbait-Hure, du kleiner Spast. So. Okay, Clickbait. Zur kleinen Erklärung, was ist Clickbait? Clickbait natürlich im Sinne von Titeln oder Thumbnails. Clickbait-Thumbnails habe ich jetzt nicht. Aber Titel kann man sich drüber streiten. Aber was heißt ein Clickbait eigentlich? Clickbait ist ja eigentlich, wenn du den Titel so gestaltest, dass er für
die meisten Zuschauer von dir attraktiv wirken, dass man auf das Video klickt und es sich reinzieht. Klar betreibe ich das auch. Wer will denn bitte nicht, dass die Videos von deinen Zuschauern geklickt werden? Das ist doch Sinn und Zweck von YouTube. Du verbreitest deine Videos, willst du natürlich, dass deine Videos geklickt werden. Ist ja nicht so, dass du den Titel dann komplett scheiße gestellt, zum Beispiel wie Modern Combat 5, ich habe 10 Kills gemacht und dann lädst du das hoch. Nein, dann kommt sowas wie, oh mein Gott, der Trickshot des Jahres oder so. Das hört sich doch viel geiler an, wenn du schreibst, ja toll, ich habe 10 Kills in der Runde gemacht. Wow, krass. Aber bei mir ist natürlich noch der kleine Unterschied, dass ich Clickbait nicht im klassischen Sinne betreibe, und zwar, der Titel hat nichts mit dem Video zu tun, sondern ich gestalte schon den Titel möglichst Clickbait-mäßig, aber im Sinne auch, dass er im Video vorkommt. Genauso wie hier. Ansage, einfach die Ansage. Es ist wirklich eine Ansage an diese Vollidioten da draußen. Verstehe ich auch nicht, wie man mich Clickbait nennen kann. So, was haben wir da noch? Dann kommen wir zum nächsten kleinen Punkt, was mich hier so mega aufregt. Es sind die ganzen Beleidigungen, die ich in meinen Videos raushaue. Und zwar hat sich dann auch einer gemeldet beim Bullet Force, beim dritten Live-Commentary. Da hat einer gehackt. Er hat gehackt. Ist rumgeflogen über die Map, hatte keinen Namen, hat mit seiner Noobtube alles weggerotzt bis zum geht nicht mehr. Natürlich habe ich ihn und seine Mom als Hurensohn beleidigt. Ist doch vollkommen klar, dass mich sowas aufregt und ich den dann einfach heftig zur Sau mache. Und da habe ich auch so einige Kommentare, warum was. So, Hals, Maul, du beleidigst meine Mutter grundlos, du unhygienische Hure vom Strich. Okay. Ich fühle mich ziemlich angegriffen, du Internet-Rambo. Auf jeden Fall natürlich dann von mir die Antwort. Dann hau mal raus, Video und Zeitpunkt der Beleidigung. Ist er natürlich rübergekommen. Video, erster skaffender YouTuber in Bullet Force. Minute 11.26 bis 12.30. Da ging der Scheiß los, dass derjenige mich mit seiner Noobtube weggerotzt hat. Und dann kam nochmal schön die Antwort von mir und genau deswegen habe ich vorher gefragt, du lächerliches Stück Scheiße, wagst es in einem Spiel zu hacken und fragst dich, wieso du beleidigt wirst. Ganz ehrlich, Hacker gehören geschlagen, geknechtet, die Ohren abgeschnitten, die Hände abgeschnitten, damit der ein richtiger No-Hand wird. Was weiß ich, ey. Und ganz ehrlich, diese Beleidigung, wer sich beleidigt fühlt, der sollte sich bitte sofort von diesem Kanal verpissen. Nehmt euren Scheißdreck, verpisst euch einfach von diesem Kanal. Ihr gehört einfach nicht hier rein, wenn ihr diesen, ich sag mal, meinen Humor nicht versteht. Ihr könnt einfach deabonnieren, es ist nicht leicht. Hier nochmal zwei kleine Tutorials für Android und für den PC. Da habt ihr eure Tutorials gehabt, wie ihr schnell und effektiv den Kanal deabonnieren könnt, ihr dreckigen Mistgeburten. Ich will euch einfach nicht auf diesem Kanal hier sehen. Kein Bock auf solche kleinen Pisskinder, die rumheulen, weil ich einen Hacker beleidigt habe. Ganz ehrlich, Hacker gehören beleidigt. Und so eine Standardbeleidigung von mir ist natürlich Hurensohn. Die Leute reagieren drauf, warum? Hurensohn beleidigt nicht nur einen selber, sondern auch die Mutter, weil Hurensohn heißt Sohn einer Hure. So, und ich beleidige so. Was jetzt? Wer mich abfuckt und in einem Video zum Beispiel ist und ich denjenigen beleidige, warum ist er dann nicht einfach froh, dass er einen YouTuber abgefuckt hat? Ist doch ein geiles Gefühl, wenn ihr mich irgendwie in der Lobby abfucken könnt, dass ich mich aufrege, dass ich euch als Hurensohn beleidige. Übrigens, dieses Hurensohn in meinen Videos, das ist nie ernst gemeint. Es ist einfach nur verdammt ein Joke, es ist ein Witz. Ich will euch doch nicht beleidigen, darum geht's mir ja nicht, aber regt mich dann halt einfach auf, wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen kommt dieses Hurensohn raus. Was haben wir,
Ja, derjenige wollte dann auch noch meine Videos melden, wünsche ich dem viel Spaß, meinte dann auch noch, dass er eine große Familie hat. Ja, toll, dann kann er gerne seine Leute auf meine Videos hetzen, habe ich kein Problem damit, ganz ehrlich, melde doch so viel du Bock hast, vielleicht wird's runtergenommen, vielleicht auch nicht. Wollte meine Videos auch noch striken lassen, habe ich kein Problem mit. Und ja, was haben wir dann noch? Derjenige wollte mich übrigens auch noch anzeigen gehen, also ein richtig witziger, anzeigen, weil ich ihn beleidigt habe, dann würde es genauso ausgehen. Geht er zu den Cops? Hey, ich wurde von einem YouTuber im Internet beleidigt. Als Hurensohn. Und dann zeigt er dem Bullen das Video und sieht einfach nur, dass da ein Hacker rumfliegt, gegen die Richtlinien des Games verstoßt und als Hurensohn beleidigt wird. Wie würde das aussehen, wenn da einer hinkommt und sagt, ich werde im Internet in einem Video beleidigt in einem Online-Spiel? Die würden euch alle auslachen. Das ganze Polizeipräsidium würde euch auslachen. Viel Spaß beim Anzeigen. Wer Bock hat, mich anzuzeigen, der kann es gerne machen. Ihr kommt nicht weit. Was haben wir dann noch? Meinte er auch noch, alle Videos verstoßen gegen die Richtlinien, Dorong. Richtig der Witzige. Wo verstoßen meine Videos gegen Richtlinien? Ich beleidige was jetzt? Ist es verboten? Nein, kein bisschen. Oh Gott. Kein bisschen verboten. Ich zeige auch nicht irgendwelche anstößigen Inhalte, irgendwie Pornos like Katja Bitschowski, wie die Fotze sich auch nennen mag. Und ja, haben wir hier noch lustige Kommentare, die ich hier einblenden kann? Ah, nochmal ein paar Beleidigungen. Infected, du dreckiger Hund, das war mein Bro, der gehackt hat, by the way. Trotzdem ist es kein Grund, meine Mutter zu beleidigen. Natürlich ist es ein Grund, deine Mutter zu beleidigen. Die Hure vom Strich, Alter. Wenn ich beleidigen will, dann mach ich's doch. Nimm's einfach nicht ernst, Mann. Es ist ein verdammtes Video, das unterhalten soll. Und nicht irgendwie deine Mom beleidigen soll. Diese Beleidigungen sind, wie schon 87.000 Mal gesagt, nicht irgendwie dazu da, um euch zu beleidigen, sondern dienen einfach lediglich zur Unterhaltung. Das war's. Was haben wir noch? Ich gehe dein Video melden, bla bla bla. Und dann das Lustige. Ich weiß nicht mal, wie man Hacks bekommt installiert, du Homo. Also bitte, ich habe die Scheiße auf Band, Mann, es ist hochgeladen. Ich habe die Aufnahmedatei sogar noch auf meiner Festplatte, falls das Video runtergenommen wird. Genau wegen dieser Scheiße. Da haben wir noch was? Ne, das war's eigentlich dann mit den Kommentaren, die ich hier so einblenden kann. Ansonsten, der ganze Kommentar wurde gelöscht, weil am Ende richtig der Beef entstanden ist. Ich würde mal sagen, Pussy-Move von demjenigen, der den Kommentar gepostet und dann am Ende doch noch gelöscht hat. Naja, kannst auch nichts machen. Und das Video dreht gerade richtig ab. Es ist knapp 20 Minuten lang. Habe ich noch was zu sagen? Naja, eigentlich nicht. Ich würde mal sagen, das war die Hinrichtung an all die Vollidioten da draußen. Es ist ein bisschen in die Überlänge geraten. Eigentlich wollte ich so ungefähr bei 12, 13, 14, 15 Minuten halten, so um den Dreh. Ja. Das war's dann eigentlich auch von meiner Seite. Die Ansage an all die Vollidioten ist raus. Ich hoffe, ihr schmort in der Hölle, ihr hässlichen Bastarde, verbrennt oder sonstiges. Ihr gehört auch nicht auf den Channel. Ich habe euch gezeigt, wie ihr euch verpissen sollt und so solltet ihr das auch machen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und merkt euch eins, für Inkompetenz haben wir keine Zeit.